Ja, also auch nochmal herzlich willkommen zum Organsprache-Vortrag. Wir sind gerade dabei, wir schauen uns die Augen an. Wo gibt es Themen, die wir einfach wegblenden wollen? Also wo man sagt, kann ich einfach schon nicht mehr zuschauen, kann ich nicht mehr anschauen. Und jetzt geht es echt darum zu handeln. Also das, wie schon gesagt, zu sagen, okay, nächstes Mal mache ich es anders. Wie viele Situationen hat schon in deinem Leben gegeben, wo du sagst, oh, schon wieder? Eigentlich hatte ich ja vor, diesmal das komplett anders zu machen. Und um in die Auflösung zu gehen, ist es absolut essentiell, das wird geregelt. Also die Dinge werden angesprochen. Wir können im Grunde genommen immer alles ansprechen. Das geht jetzt halt nur, wie präsentiere ich das meinen Mitmenschen? Und da bietet sich ja diese Variante der Ich-Botschaften einfach definitiv an, dass man einfach sagt, ich fühle mich so und so, wenn du so und so machst. Also die Variante, die boah, du und schon wieder und es regt mir so auf, die kommt einfach nicht gut an. Also das ist einfach so die wertschätzende Variante. Und wenn das bei dem anderen jetzt nicht wie die Oberbeschuldigung rüberkommt, da kann man einfach enorm viel adressieren. Was für die Augen eben absolut wichtig ist, für die Augen ist einfach das Wasser trinken enorm wichtig als große Wasserkörper. Und hier reden wir jetzt nicht von Wasser, das zum Beispiel im Kaffee, in der Limo, im Schorle oder sonst irgendwo drin sein könnte, sondern ich meine jetzt wirklich das stille Wasser per se. Also die Augen brauchen halt wirklich gut Wasser. Die Augen brauchen, dass wir also nicht also einfach enorm viel Verspannungen in der ganzen Trapez- und Nackenmuskulatur haben, weil das so gibt dann eben auch ein schöner Fluss. Einfach da sein. Für die Augen ist die Lebergesundheit absolut essentiell. Also wenn wir heute zu der Leber kommen und du hast irgendwie Bekannte mit Augenthemen, dann vielleicht da noch ein bisschen ein größeres Augenmerk hingeben. Und bei den Augen ist zum Beispiel super, ob es um grauen Star geht oder um Makuladegeneration, da ist einfach essentiell, der Körper braucht auch der braucht Carotinoide. Also die Augen brauchen Carotinoide. Das sind Pigmente, die die Natur gelb, orange, rot, grün und bärig gemacht hat und wohlgemerkt die Natur und nicht die Chemie. Weil wir haben so den Punkt unseres schärfsten Sehens, das ist der berühmte gelbe Fleck. Der ist es zum Beispiel, der braucht diese Carotinoide. Wo haben wir die drin? Also wie gesagt, in Grünzeug und Beeren. Ihr kennt vielleicht auch diesen Ninja-Red-Saft von Young Living. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch eine gute Variante, sich einen richtigen Antioxidantien-Carotinoiden-Cocktail einfach zuzuführen. Was super ist von den Nährstoffen her, gute Nährstoffe für die Augen sind, ist zum Beispiel auch das Astaxanthin. Und auch Weihrauch ist ein tolles Öl für die Augen, weil wir können zum Beispiel, wenn man das in seine Bio-Gesichtspflege mit einbaut oder regelmäßig, aber bitte verdünnt Weihrauch um die Augen, einfach so ein bisschen wellnessmäßig aufträgt und wirklich mit einem kaltgepressten Pflanzenöl verdünnt, weil wenn wir regelmäßig ein Öl auf diese super sensible Hautpartie auftragen, das kann sein, dass man dann einfach lauter rote Farbe ums Auge hat und da stehen wir jetzt nicht so wirklich drauf. Genau. Weihrauch eben eine tolle Möglichkeit, hier damit zu arbeiten. Dann schauen wir mal ein Stück weiter, dann schauen wir zu den Zähnen. Zähne, das ist ja so mein Steckenpferd und wir können also enorm viel im Zahnbereich machen. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal so die emotionalen Hintergründe an. Ich mache seit 2006 Zahnberatungen und habe mich oft gewundert, also von der grobstofflichen Ebene ist das manchmal Bilderbuch und woran kann es denn liegen? Und da sind einfach drei Faktoren aufgefallen. So das eine ist zum Beispiel, wenn Menschen verbal grob mit anderen sind. Also wenn es denen so die Schimpfwörter-Triade um die Ohren hauen oder jemanden in Grund und Boden schreien, dann hat das natürlich Auswirkungen. Es ist unser Halschakra und energetisch eben auch auf unsere Zähne, Zahnthemen und vor allem also in der Situation zum Beispiel auch auf dem Zahnhalteapparat Zahnfleisch. Worum es bei Zähnen eigentlich hauptsächlich geht, da geht es um
ich stehe zu mir selber. Ich nehme mir meinen Teil vom Kuchen. Ich bin auch in einem positiven Verteidigungsmodus. Also ich lasse mich jetzt da nicht in die Ecke drängen, sondern ich stehe zu mir und zu meinen Ideen. Und da geht es einfach darum, wirklich Position zu beziehen, zu sich selber zu stehen und ein starkes, gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Und da sind wir natürlich jetzt in einem ganz interessanten Bereich, weil die meisten sind wahrscheinlich so aufgewachsen nach dem Motto, schau immer erst auf die anderen und stell du dich hinten an. Das ist so für mich so immer so die Missinterpretation von diesem Bibeltext, so wo es da heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Aber das sollte ja so eine 50-50-Nummer sein. Aber die meisten wurden einfach anders erzogen. Und wenn man einfach so erzogen ist, so im Grunde genommen, also wenn jetzt jemand so erzogen wurde, so nach diesem Motto, schau immer erst auf die anderen und stell du dich hinten an, das zieht sich dann wie so ein roter Faden durchs ganze Leben und man ist tendiert einfach zum Ja- und Amen-Sager. Für die Zähne ist es aber essentiell, dass wir Position beziehen, dass wir Biss haben. Und was ich einfach da super gerne nutze, da arbeite ich einfach super gerne mit den ätherischen Ölen Valor. Muss ich gerade mal schauen. Ich habe nämlich auch hier Aura-Fotos. Die Aura-Fotos, die kennt ihr sicher. Das ist im Buch von meiner Tochter Einser, aber so geht's. Die haben, da haben wir nämlich Aura-Fotos drin. Schaut mal her. Das ist so Energiefeld vorher, Valor aufgetragen, Energiefeld nachher. Da sieht man einfach auch, wie vorher die Chakren einfach so, sage ich mal so, naja, so ein bisschen in einer Unterbesetzung waren und dann eben Energiefeld nachher, also die Chakren einfach super. Wir haben viele, viele von diesen Aura-Fotos gemacht und also die haben immer alle diesen super sensationellen Effekt. Und das ist, wo haben wir es aufgetragen? Einfach nur auf dem Puls, auf dem Brustbein, auf dem Nacken. Wir wissen, beim Brustbein, da haben wir die Thymusdrüse. Wenn wir die Thymusdrüse klopfen, dann steigert sich sowieso unser Energiefeld. Ich meine, das kennt man ja, es ist ja nicht umsonst, dass Superman hier sein S hat oder Tarzan sich einfach hier drauf klopft. Also deswegen spielt es eine große Rolle. Und in dem Moment, wo wir einfach nur das Valor, und da ist es egal, welches Valor, also Tropfläschchen oder eben das andere, hier einfach verwendet, das Energiefeld fährt einfach nach kürzester Zeit einfach wieder riesig auf und wird einfach super aufgebaut. Und jetzt könnt ihr einfach mal vorstellen, die ätherischen Öle, die werden zum Beispiel auch verstoffwechselt. Also so wie wir jetzt zum Beispiel Frühstück essen, dann haben wir Mittag wieder Hunger und so weiter. Da ist es zum Beispiel dann auch wirklich so, dass wir zum Beispiel das Valor in der Früh auftragen, vielleicht noch 4 Stunden, wir in einer Situation sind, wo man sagt, boah, jetzt brauche ich aber Power und dann merken, jetzt traut man sich vielleicht nicht mehr so. Da ist es einfach super, ihr habt das Valor in der Handtasche, in der Hosentasche und nehmt es einfach wirklich her. Meinen Klienten, die mit Zahngesundheitsthemen was zu tun haben, denen sage ich immer, habt es dabei in der Hosentasche. Wenn ihr in einem Gespräch mit jemandem seid und ihr merkt, der Ja- und Amen-Sager kommt jetzt schon wieder durch, Blickkontakt aufrechterhalten, Flascherl aus der Hosentasche und einfach so das Öl kurz auftragen, weil das dauert keine 2 Minuten und man merkt jetzt schon wieder, jetzt kriegt man wieder Rückendeckung und kann einfach wieder zu sich selber stehen. Also Valor ist eins der wichtigsten Sachen. Ich bin ja überzeugt davon, jedes Kind, das verantwortungsvoll mit einem Flascherl und Glasflascherl umgehen kann, sollte bitte ihr eigene haben, gerade wenn man merkt bei Kindern, so Mama musste immer das spielen, was die anderen gesagt haben, oder man merkt irgendwie so, das Kind wird so ein bisschen, da ist Druck ausgeübt, weil manchmal ist kann es eine größere, können es die großen Geschwister sein oder im Kindergarten, also wo auch immer. Und da ist halt wirklich essentiell, dass die Kinder sofort adressiert werden. Also für die Kleineren finde ich immer ganz gut, da gibt es so die Plastikcremetöpfchen, da gebe ich einfach Kokosöl rein. Bei Kokosöl werde unter über 24 Grad flüssig, brauchst ja nur irgendwo ein bisschen warm stellen, also nicht extra hitzen, nur warm stellen. Gieße es da rein in so ein kleines Dosal und gebe da vielleicht 8 bis 12 Tropfen Valor dazu. Rühre das ein bisschen um, das wird kalt. Im Sommer wird es ein bisschen spannend, weil dann zerfließt es. Und es kriegt einen coolen Aufkleber drauf und dann gebe ich also den Kindern so mehr oder weniger, das ist geheim. Das ist jetzt die Superman-Creme oder Supergirl-Creme. Die nimmst du dann, wenn du mal so richtig Power brauchst. Also wenn zum Beispiel im Kindergarten vorturnen oder man geht zu den Spätzl oder sie haben einfach irgendwas ausgefressen und müssen der Mama gegenübertreten. Deshalb brauchen sie das selber. Wo tragen sie es auf? Hier.
und wo Superman sein S hat. Das ist einfach super einfache Geschichte und wir haben sensationelle Erfolge damit. Also Valor ist eins der Öle, das ist so das Must-Have, weil es einfach ein super Energiefeld wieder aufbaut. Ich lasse dann auch die Leute immer zusätzlich noch Affirmationen schreiben und schreiben, warum? Weil wenn wir uns irgendwas vorsagen, wo wir sagen, naja, eigentlich ist ja schon, ob das schon alles ganz sinnvoll ist, was man so sagt, dann haben wir nicht diese Wirkung. Also deshalb so ein A5-Heftel, das vielleicht mal gut für 1 bis 3 Monate ist, da kann man in der Früh jede Affirmation lasse ich einfach 10-mal schreiben. Die erste ist, ich akzeptiere, dass andere Verantwortung für ihr Leben selbst übernehmen. Und die zweite ist, ich akzeptiere, dass andere meine Grenzen einhalten. Also die erste ist so mehr oder weniger mit der Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das ist die mit dem Helfersyndrom, die einfach meinen muss, absolut jedem helfen. Und es geht alles, was so im Ausgleichsbereich ist, ist super, aber wenn jemand einfach sich zu viel auflädt, dann ist das nicht mehr okay. Also für die ist es, ich akzeptiere, dass andere Verantwortung für ihr Leben selbst übernehmen und ich akzeptiere, dass andere meine Grenzen einhalten und das ist einfach super. Damit haben wir jetzt schon mal einfach Selbstbewusstsein etwas nach vorn getrimmt. Es gibt zum Beispiel, Valor gebe ich nicht im Vernebler, wenn jemand was zusätzlich will, im Vernebler ist zum Beispiel das Öl Belief, ein super Öl. Also das sind so die Selbstbewusstseinsbooster. Und wenn ich jetzt aber nur auf der grobstofflichen Ebene anschaue, wenn es Zahnthemen gibt, dann schaue ich immer, also mir ist immer ganz wichtig, so der Dick, der Meridian, der hier über die Trapezmuskulatur läuft und der geht dann einfach weiter in den Kiefer energetisch, da ist es mir einfach wichtig, dass hier das einfach super geschmeidig ist und dass man einfach locker ist, dass die Verspannungen raus sind. Und da, das kennen die meisten, da gibt es so dieses Deep Relief Roll-On, wo man einfach sich selber einfach nur vom Haaransatz rüber bis zur Schulter und nochmal seitlich neben der Wirbelsäule runter, da kann man sich mal selber so ein bisschen eine Lockerung verschaffen. Oder man sagt zum Schatzi, komm, massieren wir mal den Nacken. Also das ist oft so, da sediert man, also drücken so 1, 2, 3, wieder loslassen, da merkt man genau, wo so die härtesten Punkte sind und interessanterweise, wenn die gedrückt werden, kann es genau zu einem Zahn gehen, der sich heute im Moment gerade meldet. Aber wenn jeden Tag der Partner herhalten muss und sagt, Schatz, drück mir mal die Schultern, dann muss der plötzlich im Hobbykeller verschwinden und deshalb ist es einfach ganz praktisch, wenn wir eine Variante haben, wie wir einfach mal selber so ein bisschen mehr in die geschmeidige Geschichte kommen können. Für die Zähne ist für mich auch noch super essentiell den Vitamin D-Wert messen. Der sollte bei mindestens 50 Nanogramm liegen. Also wenn der niedrig ist, also definitiv Vitamin D substituieren, definitiv Vitamin K2 substituieren. Und Magnesium spielt eine große Rolle, weil nur mit Magnesium kann eben Calcium auch in die Zähne wieder integriert werden. Magnesium hat auch oft, also Magnesiummangel hat auch oft damit zu tun, dass es hier so heftigste Verspannungen gibt. Also oft mal erst in erster Linie Vitamin D, zweiter Linie einfach Magnesiummangel. Jeder Sportler weiß, wie das ist, wenn man Magnesiummangel hat und man hat einen Krampf. Das wird dann unlustig und viele Menschen haben halt einen latenten Magnesiummangel. Der kann erst einmal im Blutwert gar nicht festgestellt werden. Also deshalb schaut vielleicht mal auf Magnesiummangelsymptome heute mal so im Internet und schaut, wie oft ihr euch einfach wiederfindet. Was ich einfach ganz gerne mache, wie ich das adressiere, weil viele von diesen Basenpülferchen oder die Magnesiumlieferanten haben halt teilweise auch sehr viel Zucker mit drin, dann macht es nicht so viel Sinn. Also ich arbeite zum Beispiel mit Grassekt, die lasse ich einfach abends starten mit 3 oder 4 Kapseln. Großes Glas Wasser, ich weiß, dass Kapseln mit einem kleinen Schluck einfach runtergespült werden können. Also das erstmal abends für eine Zeit lang, dann kann man sagen, okay, man nimmt es auch noch eine halbe Stunde vorm Mittagessen und eben auch zum Beispiel eine halbe Stunde vorm Frühstück. Bitte nicht gleichzeitig mit dem Essen, sondern entweder eine halbe Stunde vorher oder gut 1,5 Stunden nachher. Super Magnesiumlieferant ist über die Haut. Über die Haut können wir gut Magnesium aufnehmen und da kauft man sich Magnesiumsalz. Also die Basensalze machen was anderes, sondern ich brauche wirklich ein Magnesiumsalz. Zum Beispiel das Epsom-Salz gibt es im Internet gut zu bestellen und mache halt dann vielleicht 2-mal oder 3-mal die Woche ein Vollbad
Ja, da muss ich aber bitte eine halbe Stunde einfach im Bad sein. Für die Mundhygiene, es gibt sehr viele Zahnpasten am Markt und wenn die alle so gut wären, dann ist immer so die Frage, warum haben dann viele Menschen so Zahngesundheitsherausforderungen? Ich finde zum Beispiel so die Zahnpasten mit Steves von Young Living wirklich genial. Also es sind nur Stoffe drin, die man wirklich drin haben will und nicht irgendwelche so Stoffe wie Sodium Laurylsulfat oder heftige Schleifmittel oder irgendwelche anderen Stoffe, die man einfach nicht will. Ja, wenn es einmal Herausforderungen im Zahngesundheitsmilieu gibt, dann finde ich zum Beispiel auch super, die Mundspülung dazu zu nehmen, weil da habe ich die ätherische Ölemischung von Steves mit drin und ich habe kolloidales Silber. Also das wäre dann interessant, wirklich so nach jedem Essen, manche nehmen einen Schluck pur aus dieser Flasche, manche verdünnen es einfach nur, je nachdem, wie man es will, und dann wirklich im Mund eine Zeit lang spülen, wenn man es pur nimmt, so lange, wie man es aushalten kann, und dann ausspucken, nicht nachspülen und eine halbe Stunde nichts essen und nichts trinken, dass das einfach wirken kann. Also das sind wirklich super tolle Sachen. Wenn jemand mal beim Zahnarzt irgendwelche Eingriffe hat, die oft einmal die Backe hinterlassen, in schillernd in allen Regenbogenfarben und ungefähr dreifache Dicke, dann ist zum Beispiel super, weil da geht es auch teilweise um den energetischen Schock. Das ist super. Man nimmt sich zum Beispiel ein Fläschchen Panaway mit und ein Fläschchen Weihrauch und startet einfach sofort danach, wenn man also praktisch gerade die Praxis verlässt, kann man da zum Beispiel da mal von außen Weihrauch draufgeben und im stündlichen Wechsel zum Beispiel mit dem Öl Panaway für ein oder zwei Tage, weil das ist richtig super, weil da setzt sich kein Schock fest und dann kann natürlich das auf grobstofflicher Ebene wesentlich geschmeidiger über die Bühne gehen. Gut, dann schauen wir uns den Halsbereich an. Im Halsbereich, da reden wir über die Schilddrüse. Wenn jetzt jemand nicht weiß, was Schilddrüsenunterfunktion bedeutet, super, muss man sagen, gratuliere, ja, weil das ist also eins der, sag mal, der nicht beliebtesten, aber eins der Themen, die einfach sehr viele Menschen haben. Das sind dann zum Beispiel, die Schilddrüse ist unser Stoffwechseltaktgeber. Das sind dann zum Beispiel Menschen, die ständig unterenergetisiert sind, die haben Untertemperatur. Also Menschen, die, also wenn sie jetzt keine Erkältung gerade im Anflug sind und frieren einfach schnell, das sind dann die mit zwei Wärmflaschen und Socken im Bett einfach immer nur frieren oder generell sehr untertemperiert sind. Das ist oft mal ein Schilddrüsenthema, auch wenn so eine latente Heiserkeit oder so da ist, kann eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Das dann auch oft Menschen, die so eher so auf eine Deprimiertheitswelle unterwegs sind. Und bei der Schilddrüse spielt auch immer, weil sie unser Stoffwechseltaktgeber ist, spielt auch mit rein, wo man dann Leute hat, die sagen, Mensch, ich konnte immer alles essen, was ich wollte. Dann gibt es den Moment, schaut mal ein Stück Kuchen an und hat gefühlsmäßig 2 Kilo mehr drauf. Also das sind so Dinge von der Schilddrüse. Und bei der Schilddrüse, wenn wir uns mal das emotional anschauen, dann haben wir hier oben unseren Denker. Da wurde von Tag 1 reingefüttert, wie das Leben zu sein hat. Von unserer Familie, Kindergarten, Schule, Gesellschaft. Da wurde uns ganz klar gesagt, so kannst du es machen und so auf keinen Fall. Dann haben wir unser Herz, das einfach uns gefühlsmäßig, intuitiv das Gefühl gibt, das ist jetzt richtig. Das ist jetzt für meine Realität richtig. Und es gibt, da kommen dann Situationen, wo das Herz sagt, oh, ich will, und der Denker sagt, boah, das kannst du aber jetzt überhaupt nicht bringen. Und man entscheidet sich zugunsten vom Denker. Also man spricht einfach Dinge aus, die uns komplett gegen den Strich gehen. Und umgangssprachlich, wir sind da schon also ziemlich gut umgangssprachlich so herauszudefinieren, wie die Organsprache so spielt, weil du sprichst etwas nicht aus und dann bekommst du so einen Hals. Ja, kennen wir ja. Also hier geht's also wirklich drum, bei der Schilddrüse geht's drum, sagen, was Sache ist. Könnt ihr bitte nicht verpacken mit Schleifchen. Ja, aber es ist einfach absolut essentiell, dass wir uns auch selber nichts vormachen, sondern wirklich Dinge vom Herzen agieren. Wenn man jetzt nicht so weiß, was wir von Herzen wollen, da kommen wir dann noch dazu. Aber das ist einfach mal so das absolut zentrale Thema. Wenn wir auf der grobstofflichen Ebene anschauen, was die Schilddrüse nicht mag, oder was oft mal die Schilddrüse aushebelt,
dann spreche ich mal so die Hormonsysteme an, weil ich habe zum Beispiel die Zirbeldrüse, ich habe die Schilddrüse, ich habe die Thymusdrüse, ich habe die Nebennieren, ich habe die Geschlechtsdrüsen, die alle miteinander so mobile sind. Und was passiert beim Mobile, wenn ich an einer Seite ordentlich anziehe, dann hebelt es an anderen aus. Und das kann einfach sein, aufgrund von enormem Stress im Leben, wo die Nebennieren einfach absolut überfeuern, dass einfach die Schilddrüse die Grätsche macht. Und in so einem Fall, also wenn dann jemand so die klassischen schon genannten Symptome bekommt und zum Arzt geht und sagt, boah, fühle mich so untergenergetisiert, kann einfach nicht mehr, könnte den ganzen Tag noch heulen, habe keine Energie, frieren tut es mir außerdem, dann könnte der, anstatt nur die Schilddrüsenwerte zu machen, vielleicht einmal den Cortisolspiegel testen und sagen, boah, da muss ja ein ziemlicher Stresspegel, hatten sie enorm viel Stress und anstatt vielleicht da sofort einfach mit Schilddrüsenhormonen reinzugehen, die man ja, die muss man halt dann nehmen von nun an bis in alle Ewigkeit, sondern da wäre es vielleicht einmal toll, zuallererst einmal mit ätherischen Ölen, also das ist das, wo wir jetzt einfach dann reinkommen, mit ätherischen Ölen reinkommen, um einfach den Stresslevel unten halten. Das ist einfach absolut essentiell, das betrifft alle Organe, aber jetzt gerade hier sprechen wir es an, bei den Zähnen, also in dem Moment, wo wir so viel Stress haben und ihn zulassen, Stress ist der Nährstoffräuber Nummer 1 mittlerweile. Und deshalb, das ist so, was ich jedem wirklich ans Herz legen möchte, dass wir also im Vorfeld, wenn wir schon wissen, es wird stressig oder wenn wir so schon den ersten Stressanflug haben, dass wir einfach sofort rangehen und benutzen ätherische Öle, die für uns jetzt die Runterberuhiger sind. Weil wenn wir das zulassen, dass unser ganzes System geflutet wird mit Stresshormonen, dann habe ich wieder einen Trigger, der die Schilddrüse einfach wieder rauskicken versucht aus ihrem Orbit. Und also nur Schilddrüsenmedikamente zu nehmen und die Ursache nicht zu beseitigen, das ist halt auch nicht zielführend. Und gerade bei den Ölen, die jetzt zum Beispiel Stress super adressieren können, da gibt's einfach verschiedene und da muss man einfach auch selber schauen, was wirkt für mich. Also wir haben vielleicht alle möglichen Stressadressierungsgeschichten so von autogenem Training, denk dich an eine Bergwiese oder sonst noch was. Aber wenn der Stress so massiv ist, da kommt das Bild von der Bergwiese einfach dann nicht mehr. Und am schnellsten sind zum Beispiel ätherische Öle, weil ich brauche da gar nicht mitdenken, sondern die halte ich mir unter die Nase und es passiert was. Und da ist es natürlich jetzt wieder so, wir haben ein Geruchsgedächtnis. Wir haben von Tag 1 alle Dinge in unserem Leben einfach multisensorisch aufgezeichnet. Also so, wie hat sich's angefühlt, welcher Geruch, wer war dabei und so weiter. Und eben auch mit Geruch. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel Lavendel einer der super Runterberuhiger sein kann. Aber wenn jetzt jemand gerade so die strenge Lehrerin hatte, die immer mit dem Zeigefinger hinter uns her war und nach Lavendel geduftet hat, dann funktioniert das nicht, weil wir eine andere Verknüpfung haben. Also für diese Menschen, die ist Lavendel und der Stress geht erstmal richtig los. Für die anderen ist er der Provence-Urlaub und gib mir die Literflasche. Aber das muss man einfach für sich selber differenzieren. Also das Lavendel kann super sein, aber muss man einfach für sich selber rausfinden. Ein Öl, das bei sehr viel super kommt, das ist zum Beispiel das Öl Stress Away. Das habe ich, ich habe viel in der Burnout-Prävention gearbeitet, ich habe immer so das Duo hergegeben, und zwar das Öl Stress Away und das Öl Valor. Also Selbstbewusstseinsbuße und einfach wir minimieren einfach den Stress wieder runter. Und da hat mir mal jemand in einem Vortrag gesagt, also das hat eine Wirkung wie Urlaub aus der Flasche. Und genau so ist es. Und das Öl Stress Away, das ist so für mich der, sage ich mal, der ätherische Karibikurlaub. Und ich benutze das beim leisesten Anflug von Stress, weil wie gesagt, wir wollen ja die Ausschüttung von den Stresshormonen, die wollen wir jetzt überhaupt nicht haben, sondern gleich am Anfang so Folge 7, und dann gibt es einfach diese Ausschüttung nicht. Wie kann ich das zum Beispiel machen mit den Ölen? Ich kann mir ein bisschen auf den Puls geben. Alle, die lange Haare haben, wir haben geniale Vernebler, weil die Öle fetten ja nicht. Ich knete mir die zum Beispiel auch gerne ein bisschen ein,
Ich kann die, wenn es im Büro am Nachmittag stressig wird, kann ich einfach zum Beispiel Stress Away in einen Vernebler einfach reingeben. Ich verreibe es mal zwischen den Händen. Nehmen wir mal eine Minute Zeit und riechen, riechen, riechen. Also da gibt es einfach verschiedene Varianten. Für die Herren funktioniert oft die Balsamtanne recht gut. Das ist wahrscheinlich noch von die genetische Blaupause zu von Zeiten, wo die Herren der Schöpfung die meiste Zeit im Wald verbracht haben. Weil das ist einfach so ein enormer Runterberuhiger, gerade die Balsamtanne. Also idealerweise finden wir so unser persönliches Runterberuhigungsölchen, auch das Öl Peace and Calming kann hier super gut wirken, das wir schon sofort einsetzen, wenn es losgeht. Wenn wir wissen, dass wir einen stressigen Termin haben, je nachdem, was der persönliche Trigger ist, also ob es jetzt morgen der Besuch beim Finanzamt ist, der einfach dann im Vorfeld, den man schon adressieren kann, oder wenn jemand sagt, boah, jetzt muss ich gerade zum Zahnarzt oder zu sonst irgendwo hin, weil dann können wir das einfach im Vorfeld schon auftragen, oder man kann einmal das mit ein bisschen kaltgepresstem Öl verdünnen, können Sie in der Früh eine Fußmassage damit machen, und man startet schon völlig anders in den Tag. Also wenn jemand so ein bisschen so das Rumpelstilzchen-Syndrom hat und sich ganz schnell in irgendwas reinstressen lässt, dann ist sowas natürlich immer gut im Vorfeld aufgetragen. Auf der anderen Seite gibt es nur zum Beispiel Faktoren, die hier enorm reinspielen bei der Schilddrüse. Und zwar, da sind wir jetzt im Lichtbereich und da geht es um das Blaulicht. Und ich sage mal, also ich rede jetzt nicht unbedingt um das Blaulicht, das hinter jemanden herfährt, wenn er bei Rot über die Straße fährt, wobei das natürlich auch ein immenser Stressfaktor sein kann, sondern hier geht es mir um das Licht. Und zwar, hier habe ich zum Beispiel das ganze natürliche Sonnenlichtspektrum. Das hat oft in der Früh einfach einen höheren Blauanteil. Dann das ist die Glühbirne mit einem sehr guten regenerativen Anteil. Und das ist jetzt eine LED. Bei der Energiesparlampe hat man anstatt diesen Hügel hier meistens nur noch zwei kleine Zacken. Aber was man hier einfach definitiv hat, und zwar einen riesen enormen Blauanteil. Und dieser Blauanteil hat zum Beispiel erstens schon mal Einfluss auf die Zirbeldrüse, weil die Zirbeldrüse braucht den regenerativen Anteil, um zum Beispiel abends, wenn es ein bisschen schummrig wird, einfach Melatonin auszuschütten, damit wir in die Ruhe kommen. Mit diesem hohen Blauanteil sehr schwierig. Also man braucht sich dann auch nicht mehr wundern, wenn man die Energiesparlampen hat oder die LEDs. Oder zum Beispiel Computer, Smartphone, Tablet haben alle die gleiche Hintergrundbeleuchtung. Wenn man zum Beispiel die Kinder nicht ins Bett bringen kann, weil die einfach nicht müde sind und man selber einfach auch eher so auf 180 unterwegs ist. Also ich singe jetzt das Credo für die gute alte Glühbirne, weil das wäre einfach gerade im Wohnbereich wieder die Glühbirne installieren. Ja, die gibt's im Internet auf alle Fälle bei kleinen Elektrikern. Steht neuerdings drauf, nicht für die Haushaltsbeleuchtung zugelassen, aber was man so selber damit macht, das bleibt uns überlassen. Und was auch super ist, es gibt Computerbrillen, die an die 95% von dieser, ja, von diesem Blauanteil einfach rausfiltern. Gut, von der Ernährung her gibt es noch ein paar Trigger, die Schilddrüse, also nicht nur der Stress und das Blaulicht ist für die Schilddrüse einfach nicht so optimal, sondern bei der Schilddrüse ist zum Beispiel, wenn jemand gerade auf vegan umgestellt hat und isst enorm viel unfermentierte Soja, spielt eine Rolle. Wenn jemand plötzlich die Liebe zum Schwimmen entdeckt hat und einfach stundenlang im Swimmingpool unterwegs ist, der geklorte ist, Chlor hat auch Auswirkungen auf die Schilddrüse. Was können wir jetzt öletechnisch unterstützen? Ja, das ist einfach super, wenn wir zum Beispiel mit den Stress-Runterberuhigern arbeiten, mit diesen Ölen, die uns so mal auf den ätherischen Urlaub schicken. Ein super Öl, mit dem wir arbeiten können, ist zum Beispiel das ätherische Öl Endoflex. Endoflex ist ein Öl, das einfach gut ist für die Aufrechterhaltung einer guten Drüsengesundheit. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich wissen muss, ist die jetzt oben drüber, unten drunter oder welche Drüse betrifft es denn überhaupt. Und ich lasse das einfach gerne auftragen, wo man sagt, mach es mal auf dem Hals, gerne auch auf der Brustregion. Da haben wir zum Beispiel dann auch den energetischen Effekt auf die Thymusdrüse oder eben auch auf den Rücken. Da habe ich dann zum Beispiel den energetischen Effekt zum Beispiel auch gerade was die Nebennieren betrifft.
dass sehr oft, also immer wenn es um Hormone geht, spielt zum Beispiel auch das Progesteron als Ausgleichshormon enorm rein. Also das kann zum Beispiel sein, dass es auch sinnvoll ist, also Progesteron mit zu adressieren und gerade also die Menschen, die natürlich bitte nicht in einer Hormontherapie sind, aber man kann einfach einmal so in kleinen Mengen zum Beispiel auch mit der Progressenz zusätzlich noch adressieren. Und wenn jemand zum Beispiel gerade mal merkt, er hat eine stressige Zeit und plötzlich ist nachts einfach so enorm kalt, dann kann es einfach sein, dass die Schilddrüse einen leichten Durchhänger hat. Da findet man nichts in den Laborwerten. Und das kann einfach sein, wenn man jetzt einfach ein paar Tage lang einfach vielleicht 2 oder 3 Mal am Tag mit Endoflex arbeitet, dass man da souverän einfach wieder da durchtaucht. Dann die nächste Stelle, dann nehmen wir mal die Lunge. Also Herz und Lunge haben ja noch ihren eigenen Kreislauf und die sind also auch enorm nahe. Und bei der Lunge geht es einfach auch um Themen der Enttäuschung. Also wenn jemand von jemandem enttäuscht wurde. Es können manchmal solche Sachen sein, die sich vielleicht für die Herren ganz banal anhören, aber für viele Damen einfach das Megadrama sein kann. Hochzeitstag vergessen. Ja, oder so. Es können einfach mal solche Dinge einfach sein, wo man einfach sagt, ja, man soll sie vielleicht nicht so anstellen. Ja, das geht immer um das persönliche Empfinden. Ist einem das jetzt nahegegangen? Das kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel jemand auf eine Beförderung wartet und der Kollege hat gerade den Posten bekommen. Also da gibt es einfach so viele Varianten, die einfach hier mit reinspielen. Genau. So. Bei der Lunge spielt aber noch ein bisschen mehr hier mit. Und das kann auch sein, dass zum Beispiel jemand so das Gefühl hat, man hat keinen Freiraum. Weil jemand jetzt, sagen wir so, einen Partner hat, der überdimensional ist oder ein Chef oder eine Kollegin oder wie auch immer. Wenn hier Therapeuten gerade jetzt heute mit dabei sind, ihr kennt das alle. Es nimmt ein Ehepaar vor euch Platz und ihr stellt Fragen an beide, aber es antwortet immer nur der gleiche. Und das ist irgendwie für mich so, einer lebt beide Leben und einer wird geliebt. Und derjenige, der also relativ wenig zu sagen hat, also das kann einfach sein, dass die einfach Themen mit der Lunge entwickeln, kann also mit dem Herz genauso sein, aber das ist halt oftmals so, dieser persönliche Freiraum wurde gerade, also oder wurde für eine Zeit lang einfach enorm freigehalten und da ist einfach so, nicht warten, bis die anderen einem den Freiraum einräumen, sondern da seien wir jetzt wirklich selber gefragt, in das Selbstbewusstsein zu reinkommen und sagen, so, und das ist jetzt einfach mein Bereich. Da kann es einfach sein, dass man ein bisschen mit dem Öl Valor ein bisschen intensiver einfach arbeitet. Bei der Lunge geht es auch einfach um so Dinge, die es einfach auch oft einen Knick im Selbstbewusstsein gegeben hat. Zum Beispiel, es kann bei Kindern sein, die jetzt einfach mit irgendwelchen anderen Kindern beim Spielen waren und die anderen haben immer gewonnen und also man das auch im Enttäuschungsmodus. Also das ist eine ziemliche Bandbreite und wie ich einfach am liebsten arbeite, also in dem Moment, wo es ist natürlich immer super, weil ich frage dann, okay, was war denn, wie es losgegangen ist? Und sehr oft, also das hört sich für manche so, oh ja, keine Ahnung, muss ich erstmal drüber nachdenken. Bei manchen ist es, ich frage die und das steht sofort da. Und ich arbeite halt einfach super gern mit dem Öl-Release, loslassen, wo man einfach sagt, Lunge ist für mich immer Sandwich. Ich trage mir das vorne auf und ich trage mir es einfach im oberen Rückenbereich auf. Release ist zum Beispiel auch eins der Öle, die sind schon verdünnt, wie zum Beispiel das Öl Valor. Das sind eine der wenigen Öle, die einfach mit Pflanzenöl schon verdünnt sein. Ich kann mir das einfach so auftragen. Und wir haben das immer wieder, dass zum Beispiel irgendwelche Lungenthemen gibt, die einfach auf nichts zu reagieren scheinen. Dann macht man einfach mal das Release drauf. Und es kann sein, dass binnen kürzester Zeit, manchmal binnen einer Stunde, plötzlich einen kompletten Schwenk gibt und dass sowas wie vorher
das sich vielleicht körperlich manifestiert hast, also ein richtiger heftiger Husten, das einfach nur so ein trockenes Bellen ist, plötzlich umschwenkt innerhalb kürzester Zeit so ein Husten mit Substanz, wo man sagt, okay, jetzt geht die ganze Geschichte in Lösung über. Und dann kann ich natürlich noch mit ganz, also wenn ich mal so die emotionale Lösung einfach habe, kann ich dann einfach nur zusätzlich mit ganz anderen Ölen arbeiten. Also einer meiner Lieblingsöle, das ist halt das Öl im Starter-Set, das Öl RC. Da habe ich zum Beispiel 3 verschiedene Eukalyptus-Sorten mit drin. Wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel einen Tropfen von dem RC zwischen die Hände verreiben und einmal riechen, hat er so das Gefühl, man hat gleich ganz eine andere Weite. Es ist auch noch Majoram mit drin. Majoram ist auch so ein Muskelrunterberuhiger. Ich höre das immer wieder mal von Jüngeren, die einfach sagen, jetzt hatten sie so einen Husten, dass sie sich ein Sixpack angehustet haben. Aber man steht muss ja nicht unbedingt jetzt über den Husten der Sixpack kommen. Und da kann man zum Beispiel super mit dem Öl, dann mit dem Öl RC arbeiten, weil das geben wir zum Beispiel in einen Vernebler rein und das sind auch so die Sachen, dann darf der Vernebler bitte auch beim Schlafen am Nachtkastel stehen, dass man einfach nachts einfach immer einfach schön durchatmen kann. Was bei Lungenthemen ich auch immer beachte, wie ist so die Raumluftqualität, wenn wir beim Fenster so rausschauen und da tanzen so viele kleine Flimmerdinge rum, weil das atmen wir dann ein, inklusive der Bakterien, die eventuell dann auch noch da drauf sind. Und da ist natürlich, wenn wir immer einen Vernebler durchlaufen haben, haben wir natürlich eine ganz andere Luftfeuchtigkeit und das können Sie einfach schön setzen. Bei kleinen Kindern, also bei den ganz Kleinen, wenn die irgendwie so ein Thema hätten, da arbeitet man nur mit ganz milden Sachen, wie zum Beispiel, also bis 2 Jahre würde ich einfach nur die Myrte oder Eukalyptus Blue einsetzen. Eukalyptus Blue ist ein Ecuador-Öl und alle Öle aus Ecuador, das ist einfach so eine mildere Region, wo die Pflanzen nicht so extreme Stoffe ausbilden und das kann man also da wesentlich besser verwenden. Wenn jemand Lungenthemen hat von Bronchitis oder was auch immer es ist, ist auch immer meine Ernährungsempfehlung, also bitte, bis der letzte Husterer von dieser Geschichte einfach durch ist, dass man wirklich auf alle Milchprodukte und auf die Getreideprodukte verzichtet. Das sind nämlich die Superschleime, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem, sage ich mal, wenn es ein Feuer wäre, löschen möchte und ich gebe alle möglichen Sachen drauf, um das Feuer zu löschen, wäre es halt super, man hört auf, große Holzscheite ins Feuer zu geben. Also und dann kann man einfach diese Sachen relativ geschmeidig hier durchwinden. Wenn wir uns das Herz anschauen, beim Herz, da gibt es natürlich verschiedene Zugänge und verschiedene Dinge, die man jetzt da so anschauen kann, aber für mich gibt es immer so diesen gemeinsamen Nenner und dieser gemeinsame Nenner bei den Herzthemen, was auch immer es ist. Es gibt auch manchmal Menschen, die zum Beispiel der Partner von den beiden von vorher, der beide beherrschen möchte, das kann sein, dass das zum Beispiel auch jemand ist, der so viel Druck aufwenden muss, um andere zu beherrschen, dass das jemand ist, der einfach Herzthematiken bekommt. Also vielleicht mal schauen, wo übt man zu viel Druck eben auf andere aus. Aber im Grunde genommen, wenn es um Herzthemen geht, geht es um die Selbstliebe. Das kann sein, dass es ein Mensch ist, der im Grunde genommen das Beste für alle Menschen auf der Welt will, aber ein klitzekleines Manko hat. Und zwar, es geht um, dass die Selbstliebe nicht wirklich, also genauso installiert ist. Und manche kennen ja vielleicht das Öl Joy. Das Öl Joy ist ein Öl, das bringt uns ins Herz. Ja. Wenn aber da jemand nicht in der Selbstliebe ist, ist das zum Beispiel so ein Öl, das wollen die Menschen nicht riechen, die sagen, boah, oh, geht überhaupt nicht, also der Geruch. Und dann weiß ich für mich schon, wo sagt, alles klar, da ist jetzt gerade jemand, der bräuchte wahrscheinlich das Fläschchen, also Joy literweise, aber kann es nicht riechen, weil das jemand ist, der einfach nicht in der Selbstliebe ist. Ich finde es trotzdem schön, mit dem Öl zu arbeiten, auch wenn man es nicht riechen kann, ich kann sie auf die Fußsohlen auftragen. Wir wissen ja, die reinen ätherischen Öle, die ziehen sich wie so ein, jetzt sage ich mal, die werden wie stille Post von Zelle zu Zelle weitergegeben, dass einfach in wenigen Minuten jede Körperzelle vom Körper also wirklich gesättigt ist mit diesen Molekülen.
Und wie kommen wir jetzt, also Selbstliebe hört sich alles ganz nett an, aber wie komme ich in die Selbstliebe? Also wenn jemand von klein auf getrimmt ist, einfach nur die Wünsche von anderen zu erfüllen, ist es halt nicht so ganz einfach, erst einmal zu wissen, was will ich denn überhaupt? Und dann also in die Selbstliebe und in die Selbstwertschätzung zu kommen. Und ich finde, da ist zum Beispiel auch zusätzlich immer auch das Öl Valor ein interessanter Faktor, weil es gibt mir einfach mehr Raum für mich selbst, baut ein stärkeres Energiefeld auf. Aber wenn wir jetzt einmal rausfinden wollen, was wollen denn wir im Leben eigentlich, dann arbeite ich einfach gerne mit Hunderterlisten. Also sprich, ich gebe jemandem ein Blatt Papier und sage, da schreibst du jetzt deine, schreib hier deine 100 Wünsche, die du ans Leben hast, auf. Das kann jetzt einfach sein, was ich haben will, was ich können will, welche Erfahrungen die ich machen will, was ich lernen will und so weiter. Also da kann natürlich drauf so von dem Traumauto, Traumhaus, das darf hier mit drauf. Oder ich will fließend legen verlernen oder fließend Polnisch sprechen. Ich will mit den Kindern Abenteuerurlaub bei den Elfen in Island machen, mit Schatzi Liebesurlaub in Paris, mit dem Bergsteiger Spätzl nach Nepal, die das Gartenhaus einfach mal entrümpelt haben, die knarzende Tür reparieren und. Also da darf wirklich alles drauf und kurz und knackig, weil wir arbeiten damit, also nicht ich will tralala, sondern einfach nur kurz. Und das ist nämlich ganz interessant, also ich hatte vor vielen Jahren einfach mal so viele Damen mittleren Alters in der Praxis, so ungefähr gleichzeitig, wo die Kinder gerade Flüge waren und die sich einfach dann gefragt haben, ihre Existenzberechtigung in diesem Leben, weil bisher waren sie einfach primär da, um die Wünsche von Mann und Kindern zu erfüllen. Und wenn ich denen dann gesagt habe, ja, setz mal so hin und mit dem Blatt Papier, dann haben die vielleicht ein bisschen was draufgeschrieben und irgendwann schon nach kurzem kam nichts mehr. Und die wurden gedanklich von den Listen von den Kindern überholt. Also das kann sein, dass jemand also genau weiß, was die Kinder, der Partner, der Nachbar und der Hund wollen, aber was man selber will, das ist schon gar nicht mehr präsent. Und ja, also ich weiß natürlich, wovon ich spreche, weil meine erste Hunderterliste habe ich 2007 geschrieben. Ich habe 5 Kinder. Und bei mir war es auch so, ich hätte Listen schreiben können von jedem Kind. Und meine eigene Liste, die habe ich mühsam, habe ich mir einfach so eins nach dem anderen einfach wieder erarbeitet. Und ich kann wirklich sagen, die Juwelen, die sind teilweise auf unterm eigenen Teppich und wir stehen mit beiden Füßen drauf. Ja, also die muss man erstmal wieder rauskommen lassen. In vielfach ist es wirklich empfehlenswert, wenn wir unsere eigenen 4 Wände mal verlassen und irgendwo hingehen, wo schön ist, weil in unserem eigenen getränkten Energiefeld, unserem eigenen Kastell, kann man nicht so gut außerhalb vom Kastell denken. Also deshalb ist es einfach super, man geht irgendwo hin, wo schön ist und lässt einfach mal kommen. Ob ihr als Kind unbedingt Schlagzeug spielen wollte, wenn das immer noch dran ist, macht das ruhig. Also bitte gerade mal den Denker, der muss jetzt gerade mal irgendwo woanders Platz nehmen, weil das kommt, manchmal kommen Dinge hoch und dann sagt das Herz, oh ja, genau. Und der Denker sagt, ach, so ein Schmarrn, brauchen wir doch nicht. Und was sollen die Leute sagen? Und tralala. Also einer meiner Wünsche war schon als Kind, ich wollte Harfe spielen. Und wie mir das später dann in den Sinn kam, habe ich versucht, das einer meiner Töchter aufzudrücken, zu mir, wie können Sie Harfe lernen, bis dann meine Mutter mir gesagt, ja, lernst doch selber. Und ich habe mir dann eine Harfe ausgeliehen, erst einmal, und es war einfach super. Und also in dem Moment, wo ihr eure Wünsche erkennt und entdeckt und anfangt, die einfach zu adressieren, da kommt das kleine Pflänzchen Hoffnung wieder und fängt zum Wachsen an. Und mit dieser Liste, die haben wir so am Bett. Wir überfliegen die Früh und Abend, da sind wir nur in anderen Sphären. Und wir kennen das alle, wenn wir nur die Wünsche von anderen parat haben, begegnen uns nur Dinge, die relevant für die anderen sind. Wenn ihr kennt das alle mit dem Auto, dieses Phänomen, wir haben uns gerade entschieden, ein neues Auto zu kaufen, roter Dreier BMW. Morgen fahren in deiner Stadt viele rote Dreier BMW rum. Ja, wo waren denn die vorher? Genau, das Unterbewusstsein hat es uns einfach nicht eingespielt. Es war nicht relevant für uns.
Und ich finde es halt dann wirklich schön, gerade in dieser Zeit einfach zum Beispiel auch noch das Öl Joy mitzunehmen, weil es uns einfach zusätzlich ein bisschen mehr hilft, ins Herz zu kommen. Beim Blutdruck werde ich ja oft einmal gefragt, also gerade Blutdruck kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel, es gibt so den stressrelevanten Blutdruck, das kann dann wirklich sein, in dem Moment, wo jemand Lavendel oder Stressaway dann unter die Nase bekommt, beruhigt sich die Geschichte schon. Es gibt zum Beispiel einen Blutdruck, der einfach emotional ist und wo, also wenn jemand einfach den selber misst, dann kann er einfach mal ein bisschen damit spielen, weil sehr oft ist es einfach emotional getriggert und da ist zum Beispiel das Ylang-Ylang sensationell. Weil für mich ist Ylang-Ylang, das ist wie die Mama, die Urmutter, die uns in den Arm nimmt und sagt, Kind, es ist alles gut. Und man sagt, oh Gott sei Dank. Und man kann sie mal so richtig in diese Emotionen, in diesem Schutz fallen lassen. Und in dem Moment geht der Blutdruck runter. Da sind manche immer ganz erstaunt, wenn sie den Blutdruck messen, dann tragen sie das Ylang-Ylang auf und emotional wird hier alles so Friede, Freude, Eierkuchen gemacht. Die messen 20 Minuten später wieder und sind ganz baff. Genau, also das ist zum Beispiel hier eine super gute Möglichkeit. Dann schauen wir uns den Magen an. Bei dem Magen, bei Magenthemen, da geht es oft einmal, dass viele Menschen, die Magenthemen haben, sind Menschen, die einfach unreflektiert zu vielem sofort Ja sagen und so die machen sie aber erst nachher drüber Gedanken. Also das ist zum Beispiel, wenn man sich immer wieder zu Hause am Sofa findet und sagt, oh Mann, habe ich schon wieder zu irgendwo was Ja gesagt und eigentlich wollte man das gar nicht. Und es ist auch bei Magenthemen oft einmal mit Menschen, die nicht kritikfähig sind. Also im Grunde genommen, wenn man zu denen irgendwas sagt, die schlucken alles runter. Also da kommt nichts zurück. Es kann natürlich auch von einer enormen Stressbelastung kommen. Aber da sind wir jetzt wieder bei einer Überlastung. Man frisst viel zu sehr rein, als anstatt dass man sagt, stopp, jetzt kann ich gerade mal nicht mehr. Wird einfach immer noch Input und Intake gemacht. Und hier haben wir gute Möglichkeiten, zum Beispiel schon mal mit den Ölen, mit den ganzen Beruhigungsölen einfach zu arbeiten. Wenn es die emotionale Nummer ist, dass man einfach nicht Nein sagen kann, dann wisst ihr es jetzt schon. Da kann man jetzt einfach zum Beispiel super mit dem Öl Valor arbeiten. Und beim Magen schaue ich mir immer drüber, da geht es mir immer darum, wie isst jemand, kaut jemand wirklich gut? Weil die Kohlenhydratverdauung beginnt im Mund. Sprich, alles, was süß ist, alles, was irgendwie zuckerig ist, Obst, auch die grünen, süßen Smoothies, da ist Obst drin, das muss, jedes Getreide, also Kohlenhydrat, muss im Mund gut mit dem Speichel vermischt werden. Und das ist nicht bei dreimal draufgebissen runtergeschluckt. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in einer Autofertigungslinie bin. Der erste hat seinen Job nicht gemacht, der zweite will die Tür reintun und sagt, ja, Moment einmal, da ist die Vorarbeit einfach nicht gemacht, weil so etwas einfach runtergegessen, das hat einfach sehr viel Potenzial einfach für eine Magenüberlastung, sehr viel Potenzial, dass einfach Gärung im Magen geschieht. Und ich würde einfach jeden animieren, schaut doch mal heute, wenn ihr noch nicht Abend gegessen habt oder morgen, wenn ihr mal was isst und mal ganz ehrlich mit euch selber, bei dem Moment, wo ihr sagt, ja, jetzt würde ich es runterschlucken, spuck's auf ein Blatt Papier und schau, wie groß die Brocken sind. Wenn da große Brocken dabei sind, das ist alles viel Potenzial für Gärung. Zweitens, wo ich keinen Zugang habe, da werden die Nährstoffe, habe ich keinen Zugang zu den Nährstoffen, schade ums Geld. Aber vor allen Dingen, das ist einfach eine riesen Magenbelastung. Genau. Dann schauen wir ein Stockwerk oder ein Stück rüber und das haben wir bei der Bauchspeicheldrüse. Bei der Bauchspeicheldrüse, also alle relevanten Themen mit der Bauchspeicheldrüse, da haben wir einfach so mehrere Faktoren, was da dahinter stecken kann. Eins ist Menschen, die Empathen sind. Die Empathen, das ist also man ist im Gespräch, jemand erzählt dann was und die Empathen leiden sofort mit. Ja, also diese so, oh Gott, die gehen aus dem Gespräch raus und sagen, oh Gott, schlimm, 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 wie es dem Herr oder Frau so und so geht. Da geht es nicht unbedingt drum, ich brauche jetzt eine Lösung für den, sondern da geht es einfach um dieses, dass einfach enorm mitgelitten wird.
Und hier geht es einfach darum, man sagt oft, dass man zum Beispiel, wenn man aus dem Gespräch rausgeht und man kriegt die anderen nicht mehr aus dem Kopf oder man hat so das Gefühl, komisch, seitdem man mit jemandem geredet hat, fühlt man sich so komisch, so irgendwie, als hätte man den energetisch einfach noch mit dabei. Manche haben dann so eigene Rituale, wie einmal die Verbindungen durchtrennen oder solche Sachen. Und hier für Menschen, die so empathisch sind, die würden ja gern aufhören, an den Herrn Meier mit dem wehen Fuß zu denken, aber es geht einfach nicht, weil da können wir super zum Beispiel mit der Zypresse arbeiten. Mit der Zypresse, und dann nehmen so ein, zwei Tropfen Zypresse und tragen es einfach auf den Solarplexus auf. Das ist wie, kennt ihr noch von früher so diese Malboards, wo man mit dem Stift drauf gemalt hat, dann hast du Ritsch, Ratsch und du hast wieder ein blankes Board gehabt. Also so in etwa hat für mich so die Zypresse den Effekt, weil das ist auch manchmal, wenn man so sagt, ich fühle mich so komisch, das sind eigentlich gar nicht so meine Gedanken. Das kann einfach sein, dass jemand da so empathisch auf irgendjemanden gerade eingestiegen ist. Und das muss nicht nur in Live-Geschichten sein, sondern es kann sein, man hat ein Telefongespräch mit jemandem und dann geht's einfach schon los. Und die Zypresse ist da super. Es geht aber auch zum Beispiel die kleine Zypresse. Vielleicht haben manche von euch das Öl Hinoki zu Hause. Hinoki ist auch eine Zypressenart. Also welche ihr nimmt, völlig irrelevant. Wirkt wunderbar. Bei der Bauchspeicheldrüse, da ist aber oft noch ein anderes Thema. Und zwar, das ist Menschen, die sich die Leichtigkeit und Fröhlichkeit im Leben nicht erlauben. Das kann jetzt sein, dass jemand sagt, ja, also meine Mutter hat das auch hart im Leben. Oder die Freundin geht gerade durch eine Ehekrise, wo man sagt, jetzt kann man doch das nicht bringen, dass man selber glücklich ist. Ja, solche Geschichten. Wie auch immer, oder jemand ist wirklich in einer sehr kargen, emotional kargen Familie aufgewachsen und das zieht sich dann einfach so weiter, dass da war nie Platz für, mach doch mal was für dich, ja. Und das kann einfach sein, bei denen glaubt man fast, die haben das Lebensmotto, bete und arbeite. Also, wir sind echt hier nicht zum Spaß haben auf der Welt. Und da ist einfach super, super mit der Orange zu arbeiten. Die Orange ist einfach so das Happiness-Öl. Das ist, ich finde es auch so manchmal richtig super, also in der Früh, wenn man so aufsteht und man schaut so raus und die Wolken hängen, so, haben so ein bisschen einen tieferen Durchhänger, als sie eigentlich haben, dann finde ich es einfach super. Aufstehen, gleich Orange in den Vernebler und man macht so seine Badezimmertour und wenn man reinkommt in die Wohnräume, ist da schon der sonnige Süden und Spanien und also richtig, richtig enorm wieder positives, fröhliche Atmosphäre. Es ist auch sehr oft, dass Menschen, die sich nichts gönnen im Leben, das sind auch Menschen, die sehr, sehr zu kompensieren neigen. Ja, also das kann jetzt sein, dass einfach tafelweise die Schokolade oder der Süßkram gegessen wird oder eben auch viel Getreide, weil Getreide ist eben auch Zucker. Also und da kann ich mir einfach super behelfen. Also ich habe schon einige wirklich aus ihrer, sag ich mal, Süßigkeiten-Sucht rausgeholt mit dem ätherischen Orangenöl. Und egal welches es ist, ob es jetzt das Plusöl, das einem Starterset ist, oder eben das Öl, egal, ich brauche nur, dass für die Wirkung ungefähr eine Minute. Also ich kann aus dem Fläschchen eine Minute riechen. Oder ich mache mir einen Tropfen auf die Hände, verreibe das und nehme einfach eine Minute Zeit. Und dann kann das sein, also in dem Moment, wo man merkt, irgendwie die Schokotorte zieht einem in den Bann, sofort Orangenölfläschchen rausholen, eine Minute dran riechen und es kann sein und es dauert. Also weil, wie eben wenn der Körper so auf Zucker geeicht ist, dann ist es so, in dem Moment, wo wir jetzt einen Zucker bekommen, dann ist es wie eine Sucht und das kann wirklich so die ersten zwei oder drei Tage ein bisschen ungemütlich sein und es kann wirklich sein, dass man die ersten zwei oder drei Tage das Öl 10-mal aus der Hosentasche zieht und zum Einsatz bringt. Aber es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ein Öl, das auch noch die Bauchspeicheldrüse super gut unterstützt, ist zum Beispiel auch das Öl Grapefruit.
Und jetzt muss ich hier noch einschieben, weil ich spreche jetzt wirklich hier für reine ätherische Öle. Ich spreche jetzt wirklich von Young Living Qualität und nicht von Firma XY, weil es gibt nämlich also viele Varianten, wo ätherische Öle einfach mit alle möglichen Sachen einfach gestreckt werden können. Das ätherische Öl Grapefruit kann man zum Beispiel auch mal einen Tropfen gerade über die Solarplexus-Region auftragen. Bei den Zitrusölen, also jetzt geht's in Richtung Sommer und wenn ihr vorhabt, euch am Nachmittag zu sonnen, dann ist bitte nicht die Orange oder das Grapefruit oder das Zitronenöl direkt auf dem Körper, sondern bitte 12 Stunden einfach Abstand halten, weil alle Zitrusöle verstärken die Sonneneinstrahlung, beziehungsweise da, wo ihr das auftragt, hätte die einfach einen stärker gedunkelten Bereich wie sonst wo. Genau. Also da Grapefruit kann zum Beispiel auch interessant sein und es wird dann in Kürze auch kommen, so ein Grapefruit Plus Öl, das man zum Beispiel auch ins Wasser geben kann und dann kann man zum Beispiel einen Tropfen Grapefruit Wasser einfach eine halbe Stunde vorm Essen einfach trinken und das hat einfach auch noch eine super unterstützende Wirkung. Dann schauen wir uns die Leber an. Bei der Leber wissen wir von der TCM her, dass Wut und Ärger, das sind Themen, die die Leber belasten können. Aber nicht nur Wut und Ärger, sondern das kann auch sein, dass jemand sich die Messlatte einfach enorm hochlegt. Also jemand, der enorm ehrgeizig ist, also mit sich selber richtig hart ins Gebet geht. Das sind oft Menschen, die, würde ich mal sagen, fast auch zur Kritik neigen, also die alles durch das klitzekleine Karo sehen, anstatt durch das größere Karo. Es ist auch oft zum Beispiel Menschen, die nicht vergeben und vergessen können. Also gerade solche Themen, das sind einfach richtig klassische Leberthemen. Und bei der Leber, da geht's mir wirklich drum, also gerade mal so auf der feinstofflichen Ebene, dass wir Dinge loslassen. Also wenn's Dinge gibt, wenn man sagt, boah, 25 Jahre her, wenn ich drüber nachdenke, regt mich immer noch auf. Also das sind Themen, das sind auch wie Anker, die uns einfach so mit unserem Lebensschiff so am geschmeidig weitersegeln oft hindern. Und das wäre einfach super, wenn diese Anker gelichtet werden können. Und man kann wirklich super hier zum Beispiel mit, gerade mal so in erster Instanz, super mit dem Öl-Release arbeiten. Hat man vorher schon. Und wirklich auch so das Öl-Release gerade so auf die Leberregion auftragen. Und ja, ich nehme dann gern 2 Tropfen. Das ist einfach immer ideal. Man macht es in einem Moment, wenn ich ein bisschen Zeit habe für eine Verarbeitung. Also man kann das schon machen, wenn man jetzt einfach zwischendrin, während die Kinder rumspringen und der Partner sagt, Schatz, wann bist du endlich fertig? Hier Leber, das Öl-Release auf die Leber aufgetragen, kann man machen, hat aber nicht diese Wirkung, als wenn ich mir am Abend oder wann auch immer im Moment Zeit nehme, das auftrage und einfach mal fühle, wenn irgendwas hochkommt, dass man es einfach schön durchwinken kann. Was ich einfach super gerne mache, gerade wenn es um Leberthemen geht, dass ich erst das Öl-Release auftrage und das dann mit der Orange toppe. Und jetzt wird es echt ein bisschen abgespaced, weil ich denke mir, das ist so, ich sage mal, es ist wie so eine emotionale OP. Ich nehme eine Emotion raus und dann denke ich mir, und jetzt gebe ich nur die Orange drauf, weil die Orange ist einfach hier so Sonnenschein und Happiness und Freude. Und das kann ich einfach super dann danach einfach noch drauf geben. Genau, also das ist einfach mal, sind so auf der emotionalen Ebene gerade die Themen. Was wir sehr oft haben, Menschen, die, also gerade im fortgeschrittenen Alter, da geht es oft darum, wo man jetzt sagt, die denken ihr ganzes Leben durch und haben Zeit. Das Interessante ist, dass die ihr Leben nicht durchscannen und sagen, oh, da hat mich der aufgeregt und da hat mich der aufgeregt, sondern in fast allen Fällen scannen die ihr Leben durch und sagen, hier haben sie selbst einen Fehler gemacht, den sie sich gerade nicht vergeben können. Und scannen ihr Leben durch und haben viele solche Themen, wo sie sagen, das können sie sich gerade mal nicht vergeben. Und da ist einfach Release, ist einfach wirklich hier, sage ich mal, wirklich von unschätzbarem Wert,
weil es einfach super, super Sache ist, dass diese Dinge gut durchgearbeitet werden können. Auf der grobstofflichen Ebene, wenn wir jetzt gerade so die Ernährung auch immer ansprechen, dann ist natürlich, wenn ich über die Leber spreche, da bin ich zuallererst einmal beim Alkohol. Und ich spreche jetzt nicht nur den Alkohol, den man so in Gläser, je nach Region, Bier oder Wein oder im Aperols einfach so in sich reinschüttet, sondern ich spreche jetzt hier primär auch um den selber gemachten Alkohol. Nicht den aus dem Hinterstübchen, sondern den körperintern gebrauten Alkohol. Und es ist so, dass viele Menschen, und auch hier vielleicht vorausgeschickt, es gibt Menschen, die werden 120, haben sich gegen jede Ernährungsregel ernährt, rauchen und trinken, sind 120 bei bester Gesundheit, und dann gibt es die anderen. Und wenn es irgendwo Leberthemen gibt, dann lohnt sich es einfach mal dahin zu schauen, weil sehr oft ist zum Beispiel eine eigene körperinterne Gärungsaktion immer wieder vorhanden. Die muss nicht unbedingt durch ein Bauchkrummeln und durch Gase sich bemerkbar machen. Kann einfach sein, dass jemand einfach dann irgendwann mal, wenn es lang ist, erhöhte Leberwerte haben und sie sagen, ja, ich trinke aber keinen Alkohol. Das kann einfach, das Gärungsgeschehen kann einfach passieren. Also sehr oft im Zusammenhang mit Obst. Obst wird nicht großartig im Magen verdaut, geht relativ schnell weiter in den Dünndarm und wird dort aufgenommen. Jetzt sagen wir Apfel, gute halbe Stunde. Kann länger dauern, aber so, das ist so Pi mal Daumen Durchschnitt. Und wenn wir jetzt gerade Mittag eine Pizza gegessen hatten, hätten abends ein Käsebrot und man sagt eine Stunde später, Mensch, Vitamine brauche ich eigentlich auch noch, und eine Stunde später folgt der Apfel, Pizza und Käsebrot, haben einen Mindestaufenthalt von 3 Stunden im Magen. Der Apfel wäre eigentlich gleich durch, und ich sage immer, der Mageninhalt teilt sich nicht wie das Rote Meer, um den Apfel durchzulassen. Und jetzt hängt der Apfel mit dem restlichen also Speisebrei einfach fest. Der Apfel hat viel Fruchtzucker, es ist schön warm im Magen, genau, und das ist der Moment, wo der Fuselalkohol produziert wird. Meistens muss sich der Mageninhalt ausdehnen, und weil der oft nicht in andere Richtungen kann, geht er oft nach oben. Und das ist oft auch mal der Trigger, also für Herzrhythmusstörungen, weil einfach der Magen nach oben drückt. Aber jetzt gerade, was wir die Leber ansprechen, also bitte, wenn jemand so das Gefühl hat, das kann ihn betreffen, man kann ja mal so sagen, okay, jetzt probiere ich mal 2 Wochen aus, ob das bei mir jetzt einfach auch so funktioniert, dann wirklich Früchte, sage ich mal, mindestens eine halbe bis eine Dreiviertelstunde vor dem Essen und eben danach die 3-Stunden-Marke einhalten. Abends bekommen wir einfach keinen leeren Magen mehr, also abends vielleicht dann komplett auf Früchte zu verzichten. Und viele haben schon ihr erstes Problem bei dem morgendlichen Müsli, weil da ist nämlich dann Getreide und Obst schon indirekt, direkte Kombination. Also wenn jemand so das Gefühl hat, ja, da könnte jetzt was dran sein, einfach mal hinschauen. Und Leberthemen, also so eine Leber, die meldet sich ja nicht unbedingt im Sinne von Leberschmerzen, sondern das ist eine ganze Triade an Symptomen, wenn die Leber eigentlich eine Überlastung hat. Sagt ja oft, die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber, Schmerzen rechte Schulter ist sehr oft ein Leberthema, wenn es um Allergien, Neurodermitis, Psoriasis geht, auch die heftigen Schnarcher. Da ist es auch oft einmal ein Leberthema. Also Leber ist für die Augen, also für sehr, sehr viele körperliche Problemchen einfach so der Trigger. Es gibt eine ganze Reihe an sehr, sehr guten Leberölen. Also die das haben wir jetzt schon so auf der grobstofflicheren Ebene, die einfach so einsetzen können. Angefangen zum Beispiel von dem Öl Juvaflex. Das ist so ein fast einer für alle Öl. Dann geht es auch noch darum, also wenn es eher so Toxine geht, die jetzt einfach energetisch adressiert werden sollen, dann ist zum Beispiel das Öl Juva Cleans oder das Öl Ledum ein tolles Öl. Und dann gibt es noch eins, das so Leber und Galle direkt adressiert. Das ist zum Beispiel das Öl ELF. Was auch oft einmal ganz interessant ist, wenn man zum Beispiel so abends die Leberöle, also gerade bei dem GLF, da merkt man es einfach oft einmal besonders, wenn das am Abend auf der Leberregion aufgetragen wird, kann es einfach sein, dass der Schlafbedarf
wesentlich reduziert ist, dass man sagt, Frau Hoppala, ich bin zum ersten Mal seit Ewigkeiten vor dem Wecker aufgewacht. Also das ist zum Beispiel, sind Dinge, die man erwarten kann. Leberwickel sind zum Beispiel auch super die, zum Hernehmen. Und was ich jetzt unbedingt noch ansprechen möchte, weil die Leber ist unser Filter für sämtliche Toxine in unserem Lebensbereich und egal wo. Also ich gehe davon aus, dass alle Teilnehmer, die jetzt hier dabei sind, keine Chemiesprays in der Toilette haben, weil wir können ja zum Beispiel solche Sprays uns alle selber machen. Ich brauche nur Wasser und das ätherische Öl meiner Wahl. Wasser und Öl verbindet sich nicht, stimmt. Ich brauche noch vorher ordentlich schütteln, dann habe ich mein Toilettenspray. Ich kann Raumsprays für alle Situationen einfach selber machen. Es geht auch darum, dass zum Beispiel, ja gut, ich spreche jetzt Bio an, viele sagen vielleicht, naja gut, also Bio ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Die schwarzen Schafe gibt es überall, aber so über Pi mal Daumen habe ich halt hier wesentlich weniger Pestizide und Konservierungsstoffe drin wie sonst wo. Und in dem Moment, wo man einfach konventionell isst, hat man einfach in kürzester Zeit eine richtig überfrachtete Leber. Es geht auch um die ganzen Kosmetikprodukte, die eventuell benutzt werden, weil es ist natürlich so, alles, was wir auf die Haut geben, ist im Sekunden auch im Körper, ist im Blutstrom belastet die Leber. Und da mag ich einfach mal so den kleinen Appell machen, einfach auf für das Bio-Shampoo und das Bio-Deo und die Bio-Body-Lotion und so weiter. Weil es lohnt sich, weil das sind so viele Faktoren, die sich einfach hier addieren. Ein anderer Faktor sind die Reinigungsprodukte, die einfach so benutzt werden, also für Boden und Co. In dem Moment, wo wir kleine Kinder haben, die einfach am Boden rum sind und gelegentlich mal so am Boden da rumschlecken würden, dann schaut man schon alles nur Bio, Bio und nur das Harmloseste. Und wenn man Tiere hat, vielleicht auch noch. Und es ist wirklich eine enorme Situation mit diesen ganzen chemischen Geschichten. Also idealerweise also alles aus dem Bioladen wirklich beziehen. Wir haben von Young Living, steht nämlich jetzt gerade, hoppala, neben mir, so diese Reinigungs, diese Haushaltsreiniger. Also ich wasche schon meine Wäsche seit gefühlten Ewigkeit, ganz vielen Jahren mit Thieves. Mittlerweile gibt es ein Waschmittel, aber vorher habe ich es einfach mit dem Haushaltsreiniger einfach ein bisschen reingegeben. Und ja, es ist halt wichtig, auch wenn wir zum Beispiel Wäsche waschen, es ist seltensten Fällen, spülen wir wirklich 100% alles raus und sonst hat man nämlich eine Chemie auf der Haut, die wir gleich wieder innen drin haben und da eine Belastung haben. Gut, nächste Stelle, der Darm. Beim Darm habe ich natürlich zwei Varianten. Das erste ist der rucki-zucki superschnelle Durchzug. Und das andere ist, geht gar nichts weiter. Also bei der superschnellen Beschleunigung, da hat man es also sehr oft mit einer Reizung zu tun. Also wirklich so eine Reizung im Gesamtsystem. Und da muss man also wirklich wieder sehen, hier geht es einfach darum, um die Stress, den Stressfaktor einfach runter zu minimieren, dass man sich einfach nicht mehr aufbürden lässt, als man eigentlich tragen kann. Also wir können unser eigenes Packerl tragen, aber nicht nur 5 andere Rucksäcke. Ja, also das sind einfach Sachen, die der eine, der hat es eher am Magen, der andere hat es eher am Darm. Und hier spielt es einfach wirklich eine große Rolle, dass wir einfach zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, okay, also bis zu diesem Punkt, aber mehr lässt man sich einfach selber nicht aufhalsen. Was super ist, also in dem Moment, wo man die superschnelle Beschleunigung eingesetzt hat, arbeite ich einfach sehr gern mit Weihrauch. Weihrauch im Vernebler und man kann auch super gut einfach immer mal wieder ein paar Tropfen Weihrauch einfach auf den Bauch auftragen. Dann haben wir diese andere Geschichte, wenn man sagt, hier geht nichts weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Geschichte hat, dass man sagt,
Stuhlgang gelegentlich einmal. Da geht es mir einfach darum, der Darm ist dafür da, dass die Dinge aufgenommen werden, die gut für uns sind, und das, was uns nicht dient, wird nach außen befördert. Da ist gleich so im übertragenen Sinn, wo halten wir etwas fest, was uns eigentlich nicht gut tut und das unser System eigentlich schon loshaben will. Also das geht oft dran, da hat jemand vielleicht einen Job, wo man sagt, ach, kann man eigentlich schon nicht mehr aushalten, aber in sehr vielen Fällen verharrt man halt dann doch noch in einer Situation, die suboptimal ist, aber die kennt man ja schon. Ja, da weiß man ja schon, was einem so erwartet. Oder man sollte vielleicht schon längst umziehen und kommt einfach da nicht in die Gänge. Eventuell hat man irgendwelche Freunde, die eigentlich keine Freunde sind und von denen man sich einfach lösen sollte. Einfach mal schauen, wo gibt es irgendwas im System. Und was ich einfach immer noch anspreche, weil alle Dinge, die wir haben, sprechen zu uns, die kommunizieren zu uns. Also das kann jetzt einfach sein, ich habe jetzt irgendwie ein repräsentatives Stück irgendwo stehen, das hat mir vielleicht mal ein früherer Chef geschenkt und alle so, oh, so eine tolle Vase oder was auch immer es ist. Und der hat dann aber den Kollegen vorgezogen bei der Beförderung oder es gab irgendwelche andere Geschichten, wo man einfach den Chef nicht in optimaler Erinnerung hat. Das kann auch irgendein Partner sein, der dann abgezogen ist mit einer anderen da, wo wir zum Beispiel tollste Juwelen oder irgendwelche Sachen einfach rumstehen haben. Jedes Mal, wenn wir die Sachen anschauen, kommuniziert das mit uns und sagt, haha, weißt du das noch? Nach außen hin, optisch, tolle Geschichten, aber das kommuniziert alles mit uns. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, einfach mal groß reine machen, mal durch die Wohnung gehen, alles anschauen, sagt, was hast du für eine Botschaft für mich? Wenn das einmal jetzt keine gute ist, einfach eintüten. Es gibt so viele Bereiche, wo man einfach sowas hergeben kann. Also wenn man es herschenkt, dann bitte nicht mit dieser Geschichte, ja, weiß das nur, das Hobby von dem, der XY, nee, das machen wir dann nicht, sondern wenn man es weitergibt an irgendjemanden, definitiv nicht mit der Geschichte, aber es ist oft mal, wenn man einfach viele Sachen einfach mal weiterschenkt an Leute, die Dinge brauchen können und einfach keine persönlichen Geschichten damit haben. Was ich super gut finde, auch da Dinge loszulassen, ihr ahnt es schon, natürlich auch das Öl-Release einfach hier aufzutragen. Ich arbeite gerade, wenn ich im Bauchtechnisch nichts weitergeht, ja, super gern mit dem Öl-DJs. Hier habe ich einfach wirklich Öle, die super für die Verdauung sind. Und ja, ich kann mir die bei Bedarf locker mindestens zweimal am Tag auftragen, gerne einer auf die Fußsohlen. Was ich mir zum Beispiel jetzt auch anschaue, also Leute, die jetzt nicht geschmeidig auf die Toilette gehen können. Wie sieht's denn aus mit der Kleidung? Hat man eventuell schon einfach einen Knick im Lymphsystem, dass die Hose an der Leiste einfach zu eng ist, eventuell oben um den Bund rum einfach zu eng ist, also an zwei Stellen einfach einschneidet? Habe ich jemand, der einfach enorm viel sitzt, kaum in Bewegung ist? Also wenn jetzt jemand nicht der Radlfahrer oder der Läufer oder Mountainbiker ist, dann kann man sich zumindest so ein Trampolin in die Wohnung stehen, wo man jetzt keine Akrobatik machen muss, aber wo man sich einfach nur draufsteht und einfach nur so auf und ab wippt. Es gibt so welche, da kann man sich auch noch festhalten, ja. Einfach nur so auf und ab wippen. Was ich mir auch auf der grobstofflichen Ebene immer noch dazu schaue, wie ist der Wasseranteil, und ich lasse dann wirklich, also wenn es ganz extrem ist, dann einigen wir uns einfach drauf, dass von dem, was täglich gegessen wird, 70% wasserhaltig ist. Also ein enormer Gemüseanteil. Wenn jemand nur Brot und Nudeln und Kekse isst, das wird einfach so eine richtig zähe Klebermasse, dass das nicht wirklich gut weiter befördert wird. Das ist nämlich dann auch schon klar. Und was man auch immer gut hernehmen kann, das ist zum Beispiel so das ICP, hat Flohsamenschalen. Ihr kennt es vielleicht, also weil man rührt es in ein Glas Wasser, das muss man aber dann gleich trinken. Also nicht zwischendurch ein Telefongespräch annehmen, weil sonst ist es zum Pudding geworden.
Und das ist natürlich auch noch eine gute Variante, noch ein bisschen was rauszutransportieren, macht man aber jetzt nicht wie eine Verstopfung, also hammermäßig ist. Und ja, jetzt kommt auch noch der berühmte Moment, wo ich einfach die Toilettenhaltung anspreche. Weil wenn jemand in Asien oder jetzt sagen wir mal in Sizilien unterwegs ist und geht auf das stille Örtchen, dann findet er anstatt einer Schüssel einfach ein Loch im Boden. Und diese Hockhaltung wäre die perfekte Haltung für die Toilette, weil einfach der Darm da einfach frei ist. Also es muss jetzt keiner sich auf die Toilette hocken. Fand ich so lustig, neulich an der Autobahn war bei der Toilette dieses Zeichen, dass man sich nicht draufstellen darf. Fand ja wirklich cool, so wie viele Akrobaten es einfach gibt. Aber man kann sich ein kleines Hockerl mitnehmen, das an der Seite steht und das, wenn es dann mal für das große Geschäft geht, das einfach unter die Füße geschoben wird, dann sind die Knie einfach weiter oben und es geht einfach geschmeidig. Also für alle, die sie jetzt irgendwie die Bücherei in der Toilette installiert haben, für die wäre das jetzt mal ein super Tipp, weil eigentlich soll ja das rucki-zucki und geschmeidig gehen. Dann schauen wir uns die Niere an. Bei der Niere geht es mir jetzt gar nicht darum, um die heftigen Nierenerkrankungen, die es einfach geben kann, sondern mir geht es einfach darum, die Niere ist der Sitz unserer Kraft und Stärke. Die Niere ist die Energie, die zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Idee habe, damit ich in die Umsetzung komme, brauche ich die Nierenenergie. Also nur mal so das klassische Beispiel, wir kennen das alle, dass zum Beispiel so die Geschichten von, wenn es eine Wirtschaftskrise gegeben hat, also gab es immer wieder Leute, die super sensationell erfolgreich gewesen sind. Das sind Leute, die einfach keine Angst gehabt haben. In dem Moment, wo wir Angst haben, wird die Nierenenergie geschwächt. Und wenn die Nierenenergie geschwächt ist, ist es einfach sehr unrealistisch, dass jemand mit seiner Idee komplett in die Umsetzung kommt, weil dafür brauche ich einfach mal die Nierenenergie. Und wir wissen so, gerade so bei kleinen Kindern, also wenn die Angst haben, dann läuft das berühmte Bächlein. Es ist einfach Angst, ist einfach reduziert die Nierenenergie. Und egal, was das jetzt für Ängste sind, also weil jemand Existenzängste hat oder Ängste, den Arbeitsplatz zu verlieren, Partner oder das Erbe oder was auch immer es für Ängste sein können. Angst ist so ein Nierenenergie-Thema und gleichzeitig steht es für mich immer auch in Verbindung, übrigens die Niere und die Zähne haben auch viel miteinander zu tun, hier geht es mir wirklich wieder darum, ich brauche ein starkes Selbstbewusstsein, dass ich zu mir selber stehe. Und Menschen, die ein super starkes Selbstbewusstsein haben, deren Angst minimiert sich enorm. Und ja, das hat wahrscheinlich jetzt schon jeder gedacht, was jetzt einfach kommen wird, ja genau, das Öl Valor. Weil es wirklich essentiell ist, dass wir in unsere Kraft und Stärke kommen. Ich habe einige Leute begleitet, also die heftig durch einen Burnout durch sind, die dann also zumindest mal temporär so richtig heftige Nierenthemen auch entwickelt haben. Und es ist einfach absolut essentiell, dass wir wirklich in jedem Schritt zu uns selber stehen. Das waren teilweise Menschen, die einfach andere wesentlich über sich selber gestellt haben und das Wohl der anderen wesentlich über sich selber gestellt. Also ich glaube, ich kann sagen, egal in welcher Organzone man sich befindet, es geht immer darum, einfach ein super starkes Selbstbewusstsein zu haben, weil das einfach so die Basis für die Gesundheit ist. Und gerade bei Nierenthemen, also gerade so bei dieser, sagen wir, bei Angstthemen, da ist halt wirklich essentiell, also wir arbeiten mit dem Öl Valor, man kann zusätzlich auch noch das Öl Belief im Vernebler nehmen, was auch das Energiefeld stärkt und manche als sehr angenehm empfinden, das ist das Öl Northern Lights Black Spruce. Mal schauen, ob ich es irgendwo rumstehen habe. Genau. Das ist es. Ja. Das ist auch so ein Öl, so Valor Belief und das Northern Lights Black Spruce, das sind so Öle, die einfach so das Energiefeld einfach ein bisschen aufpeppen können.
Und wenn ich mir das einfach so anschaue, es geht wirklich darum, dass wir zu uns selber stehen. Ich bin überzeugt davon, jeder von uns ist hier, weil er bestimmte Mission einfach zum machen will. Wenn es einfach zwischendurch passiert ist, dass sich jemand einfach von sich selber so mehr oder weniger abgewendet hat und sich primär auf die Wunscherfüllung von anderen spezialisiert hat, dann ist jetzt wieder die Zeit, wo wir einfach wieder zurück zu uns selber finden, also in die Selbstliebe und einfach wirklich schauen, dass wir wirklich wieder eine gute Selbstliebe installieren und dass wir zu uns selber stehen, weil egal um welche Organzone es geht, die Basis ist immer das Selbstbewusstsein und dass wir zu uns selber stehen. Amen. Ja, wunderbar. Da ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich hier unbedingt ansprechen möchte. Wenn ihr fündig werdet, wenn ihr so die Idee habt, das, was heute Nachmittag irgendwo abgelaufen ist, das war jetzt nicht optimal. Und ihr habt so das Gefühl, ihr habt euch nicht für euch genug eingesetzt und ihr habt gerade irgendwas ausgemacht, was eigentlich gar nicht geht. Ruft an, redet es sofort aus, nehmt es einfach nicht mit, sondern das kann einfach sein, ein anderer, wenn ihr den ansprecht, der regt sie 5 Minuten auf, ihr würdet euch vielleicht wochenlang über etwas aufregen, wenn es einfach nicht adressiert wird. Also idealerweise Sachen sofort auflösen, weil man erlebt so oft, also Dinge, wenn man so oft sagt, so sind die Spontanheilungen, im Grunde genommen ist ein energetischer Knoten gelöst werden und dann gibt es sowas wie so, ihr kennt so die aufgereihten Dominos, das ist unser Selbstheilungssystem, dann kommt einfach eine ganze Reihe zum Laufen und das ist einfach sensationell, wie schnell das teilweise geht. Das war jetzt so ein großer Durchflug mal so zu diesen ganzen Hauptstationen im Körper. Ja, ihr Lieben, es hat mich gefreut, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Liebe und viel Spaß mit den ätherischen Ölen.